Hi, hier ist Martin. Ich möchte euch zu meinem nächsten COT-Webinar am 4. März und am 5. März einladen. Und zwar also diejenigen, die mein Webinar beim Termintrader noch nicht gesehen haben, habe ich nochmal hier unten den Link angefügt an dieses Video und würde euch bitten, also das vielleicht zuerst mal anzuschauen. Und ich knüpfe jetzt in meinem kostenpflichtigen Webinar drauf, also ich knüpfe daran an, weil erstens ich, wie gesagt, ein tolles Team jetzt habe im Hintergrund, was mir das auch ermöglicht. Und deswegen möchte ich das auch jetzt nochmal ganz kurz rüberbringen, dass es mir, sage ich mal, auch als Trader, aber auch, sage ich mal, jetzt hier auch als Partner von zwei jungen, aufstrebenden Jungs auch natürlich eine schöne Sache ist, da ein bisschen auch, sagen wir vielleicht auch Arbeitsplätze zu schaffen, erstens, ja, sage ich mal. Und zweitens aber vor allem hier der Rücken frei ist, damit ich hier nochmal ein bisschen recherchieren kann. Weil beim ersten Seminar habe ich schon selber gemerkt, habe ich unheimlich viel Spaß gehabt, aber es ist doch unheimlich zeitaufwendig. Und die Nachfrage war groß und ich glaube, dass wir hier auch, oder ich werde jetzt auch zum Beispiel den Larry Williams und den Stephen Breese diese Bücher behandeln und werde dort auch meine eigenen Beobachtungen jetzt noch reinbringen, sodass wir eine Brücke schlagen, wirklich von diesem, von einem allgemeinen COT bis hin zur Charttechnik, bis hin vielleicht sogar zu einigen Trading-Setups. Das heißt, wir gehen hier wirklich in die Tiefe und soweit ich das jetzt hier einschätzen kann, auch was jetzt auch im deutschen Internet, vielleicht sogar auch im Englischen ist gerade eben dieser Bereich, diese Dealers und Commercials und Swap-Dealer, diese Aufteilung, ist noch nicht so richtig, sage ich mal, dokumentiert oder besprochen oder diskutiert. Ja? Und wie gesagt, ich werde dort jetzt auch sehr viel Zeit und Input mir, sage ich mal, erarbeiten, also Zeit nehmen, um hier das aufzuarbeiten. Und ich glaube, dass dieses Webinar euch, dass es mir sicherlich gelingen wird, diese Brücke, weil auch viele genau diese Problematik angesprochen haben. Was nützt es mir jetzt im Trading? Wie kann ich den COT jetzt im Trading benutzen? Weil ihr habt ein Problem bei diesem COT und das ist dieser Time-Lag, diese 3 Tage. Ja, in den 3 Tagen kann und passiert auch viel, haben wir auch letztens gesehen, das heißt der Report, wie gesagt, ist ja erst am Freitag um 21.30 Uhr deutscher Zeit, aber es sind ja die Daten vom Dienstag. Ja, das heißt, in diesen 3 Tagen haben sich die großen Marktteilnehmer ja auch wieder irgendwo positioniert. Und ich glaube, anhand meiner Optionsanalysen und Beobachtungen, ja, so auch von der Charttechnik, vielleicht sogar diese Zeitlücke nicht schließen zu können, aber zumindest sehr zeitnah, zu dokumentieren, wie vielleicht sogar der nächste COT ausfallen könnte, sozusagen. So eine Art vielleicht eine synthetische Zusammenstellung. Ich habe es in Gold zum Beispiel jetzt beobachtet. Ich hatte in Gold, glaube ich, ich war irgendwann im Januar, hatte ich diese Schere, ne, wo ich gesehen habe, da ist ein bullischer Move. Ja, da waren wir aber, glaube ich, so bei $1,100. Okay? Aber da habe ich gesehen, dass zum Beispiel in dem Bereich bei den Calls-Optionen, also die am 28. Februar jetzt auslaufen, habe ich dort viele große Bewegungen, Positionen, Open Interest gesehen bei 11,50, 12. Ja? Und da konnte ich schon, den COT-Report oder die Positionierung der Großen vielleicht sogar schon leicht vorwegnehmen. Also es ist möglich. Ja? Und ich möchte genau jetzt, wie gesagt, in diesem Webinar diese Problematik besprechen, sodass ich wirklich aufzeigen möchte, erstens, wie ihr bestimmte Dinge interpretiert. Es gibt wirklich sehr, sehr interessante Konstellationen, wie ihr es selber, für eure Marktmeinung, das Handwerkszeug bekommt, das zu lesen. Wir machen viele Beispiele. Ich werde versuchen, alle möglichen Instrumente, also die gängig sind, vielleicht ist nicht unbedingt die Porkbellies oder was, da gibt es noch gar nicht mehr, die Rinder in Amerika vielleicht jetzt nicht, aber sagen wir mal die größeren, Gold, Silber, S&Ps, die ganzen Forex-Bereiche auch systematisch zu analysieren, um, wiederholbare Muster zu erkennen, die vielleicht auch in der Zukunft wieder kommen können und werden,
um entsprechend eben zu handeln und runterzubrechen, ja, dass, wie die Charttechnik gerade in diesen, sage ich mal, Übergangsszenarien aussieht, und da versuchen eben Positions, sage ich mal, Trading oder auch sogar Investitionen etc. zu besprechen. Ja. Also ich glaube, sagen wir mal so, wir haben vorhin, glaube ich, besprochen in einem anderen Video, fürs Daytrading sicherlich etwas schwierig runterzubrechen, ja, aber fürs, sage ich mal, mittelfristige, kurzfristige Positionstrading denke ich unabdingbar. Unabdingbar, wobei sogar, sag ich mal, ich ganz kurz diskutieren kann, wie man sogar vielleicht wirklich vom Monthly, Weekly in den Daily sogar vielleicht reingehen kann, weil natürlich ein großer Trend auch immer Gegentrend hat und wir vielleicht sogar als Erster jetzt wirklich hier, ich muss es wirklich sagen, also ich kenne keinen Trader, den ich jetzt kenne, der sich damit so jetzt beschäftigt, ja, wir vielleicht wirklich diese Brücke zu der Charttechnik hier reinkriegen. Ja, also wir haben hier wirklich die Edge, ja. Und deswegen nehme ich mir die Zeit und ich lade euch recht herzlich ein. Am 4. Und falls jemand natürlich nicht kann oder so, wird alles aufgezeichnet, es werden auch die Fragen aufgezeichnet. Vielleicht gibt es dann nochmal ein extra Video danach, auch für die anderen selbstverständlich, die dann live teilnehmen, dass wir da so viel wie möglich abdecken. Okay? Also, dranbleiben. Hallo an alle. Ja, willkommen auf meinem Kanal. Sind ja einige Neue dazugekommen, vielen Dank, super, fantastisch, hätte ich nie geglaubt, in so kurzer Zeit, dass ich so viele Leute erreiche. Finde ich auf der einen Seite natürlich ganz, ganz toll, auf der anderen Seite hat man ja dann natürlich auch schon wieder Verantwortung und ja, ich hoffe, dass ich da allem gerecht werde, also ganz, ganz toll, vielen Dank, vielen Dank. Zum COT-Report möchte ich ganz kurz euch einladen. Und zwar mache ich dort ein 4-stündiges Webinar, werden wahrscheinlich vielleicht auch ein paar Minuten länger sein, plus natürlich Fragen, und die werde ich dann auch entsprechend versuchen abzuarbeiten. Und weil beim letzten Webinar, beim Termintrader, hatte ich so viel Rückmeldungen und Anfragen, das hat mich also sehr gefreut, vielen Dank, super, und deshalb habe ich mich auch entschlossen, noch mehr in die Tiefe zu gehen, ja. Und die Jungs von Teamtrader halten mir jetzt hier den Rücken frei, sodass ich nun Zeit und auch den Kopf dafür habe, die Daten, die ich da alle so hier, ja gut, oder die Informationen alles auszuarbeiten, zusammenzutragen. Und so nebenbei, ich unterstütze die Jungs auch, sag ich mal, finanziell hierdurch. Und dadurch können auch andere Projekte etc. reinvestiert werden, die eben auch der Community, der Gemeinschaft, sage ich mal, wirklich einen Mehrwert bringen. Und das bedeutet, ich möchte mit meiner Zeit und dem Wissen euch einen Mehrwert geben, der euch weiterbringen soll. Leider geht es auch um bestimmte Kosten nicht herum. Ich werde nicht nach Dubai gehen und dort mir ein Apartment oder die Yacht dafür kaufen von euren 50 oder wenn es mal irgendwann mal 100 Euro sein sollen für irgendwelche Seminare, sondern das wird wirklich, guck mal, wir haben uns mit den Jungs schon zweimal getroffen, wir haben Fahrkosten etc. und das ist natürlich dann auch, irgendwann sollte da auch ein bisschen die Kosten gedeckt sein und dadurch können wir natürlich noch viel bessere Sachen machen. Also nur, dass ihr es mal im Hinterkopf habt. Meine persönliche Philosophie ist eben Win-Win. Ja, wir bekommen erstklassiges Wissen und fördern in der Hinsicht eigentlich auch Arbeitsplätze. Zwei Jungs, vielleicht kommen noch ein, zwei Leute dazu. Schauen wir, was wir machen. Und das macht dann auch richtig Spaß. Wir haben ja einen schönen Zirkel, ne, jetzt erarbeitet. Und macht auch wirklich Spaß, muss ich ehrlich sagen, auch gerade so jüngere oder Anfänger hier zu erreichen, weil ja doch der Markt vielleicht auch mal von einigen Bereichen etwas einseitig geprägt wird, versuchen wir hier durch Arbeit vielleicht uns eine kleine Edge zu erarbeiten. Das erste Webinar wird, wie gesagt, am Freitag, den 4. März sein. Ich werde um 18 Uhr bis 20 Uhr versuchen, das kurz zu halten. Ich weiß, Freitagabends gehen viele dann irgendwo aus, Kino oder Disco oder was auch immer. Oder die Frauen schimpfen, bis immer am PC. Deswegen versuche ich mich da etwas straffer und kürzer zu halten. Das zweite ist gleich am nächsten Tag von 15 bis 17. Da kann man ja vielleicht sein, dass ich da noch ein bisschen länger mache, je nachdem. Falls einer von euch nicht in beiden Terminen kann, kein Problem. Wird alles aufgezeichnet. Derjenige, der sich anmeldet, bekommt dann sowieso alles. Oder derjenige, der überhaupt nicht kommen kann, kann das auch das gleiche als Paket dann bekommen. Der Vorteil natürlich, wenn du live bist, kannst du dann auch, versuche ich auch ein paar Fragen oder Sachen darauf einzugehen, die
die aktuell sind. Wohingegen, wenn du es natürlich aufgezeichnet siehst, dann natürlich nicht mehr Einfluss nehmen kannst. Das ist der einzige Vorteil. Sonst bleibt die Info und alles gleich. Also das Paket wird dann auch erhältlich sein. Und diese Webinare eignen sich wirklich für den Anfänger bis hin zum Fortgeschrittenen, wobei ich sage, dass manchmal, dass eigentlich die Anfänger sich mehr damit beschäftigen als die Profis. Warum? Weil die haben natürlich schon auch ein entsprechendes, sag ich mal, einen Kopf, sagen wir mal so, die haben schon ihr Ding, ja, und sagen, naja, gut, brauche ich eigentlich nicht mehr, wobei ich da jetzt gar nicht so, das gar nicht richtig finde, aber es ist nun mal so. Und ich werde hier nochmal von Grund auf einige Themen erklären, ja, und die fortgeschrittenen Themen bauen dann darauf auf. Ja, das heißt, habe ich andere Farben benutzt, ist auch egal. Empfehlen würde ich dieses kostenlose Webinar, was ich bei Termintrader gemacht habe. Da steckt schon auch unheimlich viel drin. Hier werde ich anknüpfen. Ja, hier werden wir noch einmal die einzelnen Marktakteure ein bisschen besprechen. Ja, und wir werden eben die COT-Analysen in der Literatur, die Interpretationsansätze besprechen, die sind teilweise natürlich auch sehr gut. Ich werde auch von Larry Williams, Stephen Breezer, das sind so die zwei, sag ich mal, bekanntesten, einflussreichsten COT-Studenten sozusagen, ja, wohingegen der Stephen Breezer natürlich auch den COT selbst so ein bisschen mitgestaltet hat. Wie sieht sowas aus mitgestalten? Naja, der hat seit den 70er Jahren hat der auch die Futures Commission natürlich auch immer wieder angeschrieben, hat sie auch kritisiert, hat gesagt, macht den Report jetzt mal wöchentlich oder kürzer etc., so dass er sozusagen, dass Stephen Breezer hier auch maßgeblich zu der Verfeinerung, Verbesserung, Optimierung des COT-Reports selbst gekommen ist und der natürlich auch entsprechende Beobachtungen gemacht hat, die sehr, sehr interessant sind. Die werde ich alle besprechen. Und wir werden die Brücke schlagen zum neuen Report, ja, der seit 2009 besteht. Und darin werden wir eben überprüfen, ob die gängigen Analysen, COT-Berechnungen auch, sag ich mal, hier greifen. Ja. Oder ob uns vielleicht diese Aufschlüsselung der neuen Marktteilnehmer uns vielleicht noch einen kleinen Edge gibt, dass wir sagen können, vielleicht sehen wir manche Dinge schneller oder klarer. Ja, das heißt, der COT-Index, der auch bei einigen Brokern da buchbar ist, wird immer eine Hilfe sein, selbstverständlich. Die Frage ist, können wir es verbessern? Wir wollen uns immer verbessern. Ja? Und ich versuche dann anhand auch der Open Interest und auch der Options Open Interest, das ist übrigens ein Unterschied zwischen einer Open Interest im Future oder Open Interest bei Optionen. Das kann ich gerne, da kann ich gerne mal, das mache ich gerne im Seminar, Webinar mal so eine Stunde, eineinhalb. Und weil das sind viele Anfragen, das ist manche Sachen nicht klar, aber sehr wichtig zu wissen, ja, dass man da auch entsprechend, also das will ich mal sehr schnell angehen. Und dort, wie gesagt, eben diese Swap-Deal und diese Sell-Zeit mehr betrachten, ja, die uns vielleicht klare, vielleicht frühere Signale geben, ja. Und es wird natürlich auch genau diskutiert, worauf man achten soll, wer die Märkte bewegt, wie bärische oder bullische Muster aussehen in diesem COT-Report, beziehungsweise wie sie sich ausbilden. So, im zweiten Teil, also am zweiten Tag, werden aktuelle Beispiele besprochen, geübt, geübt, noch einmal geübt. Gegen Ende versuche ich oder halt auch zwischendrin, ist nicht nur gegen Ende, sondern zwischendrin auch die Charttechnik eben vor allem reinzubringen, weil viele natürlich fragen, ja, kann ich das in meinem Trading benutzen? Sicherlich von der Logik her reden wir jetzt hier von großen Positionen, vom Kompass, ne? Nur das Problem ist natürlich, beeinflusst dieser Langfristtrend natürlich auch den Kurzfristtrend. Wie er ihn aber beeinflusst, ist halt unheimlich schwer auf die Sekunden-, Minuten-, 10-Minuten-Basis runterzubrechen. Was ich kann, ist die einzelnen Trends runterbrechen, wo du dann immer Wahrscheinlichkeiten hast, dass vielleicht der größere weitergeht. Da, das ist eben so diese Gedanken, das sind diese Gedanken, die du als Trader sehr hilfreich sein kann, eine Prognostizierbarkeit festzustellen, dass du, wenn du weißt, die Dealer sind mehr bullish, ja, und jetzt haben wir aber einen Rücksetzer, aber du weißt im Hinterkopf, die sind immer noch bullish positioniert, dann hast du die Wahrscheinlichkeit auf deiner Seite, dass wenn du in einem Daily vielleicht ein 10, 20 Minuten Stundenchart, ein D-Plus-Crossing hast, das sprich, der Aufwärtstrend oder Abwärtstrend geht weiter, dass wenn du den catchst, du eine vielleicht größere Wahrscheinlichkeit hast, ein Tages-, zwei, drei Tages-Dinger mitzumachen. Und ihr wisst, wenn wir einen Einstieg finden beim DAX und das Ding läuft mal 300, 400 Punkte und man ist dabei, dann brauche ich ja wohl nicht sagen, was man da verdienen kann. Es ist realistisch, es ist realisierbar, man muss aber halt eben arbeiten an diesen Einstiegen.
Und ich versuche es herunterzubrechen, ein bisschen ins Daytrading, aber es wäre utopisch, jetzt natürlich von mir zu behaupten, dass ich sagen kann, der COD-Report hilft euch im Daytrading. Aber sagen wir es andersrum formuliert, er wird euch nicht schaden, wenn ihr es wisst. Okay? Das heißt, das, was ihr wisst, wird euch zu keinem Zeitpunkt im Trading hinderlich sein, ja, so ausgedrückt. Was es letztendlich wie nützt, das hängt natürlich von den einzelnen Ausarbeitungen in der Technik, also in dem Handel selbst statt. Mir hilft es enorm bei meinem Positionstrading, weil ich persönlich, wie gesagt, wochen-, monatsmäßig mich positioniere und das hilft mir ungemein zu wissen, wie natürlich der Trend sein wird. Wohingegen, und ich weiß auch nicht immer, woher das kommt, diese Daytrader glauben dann im Tag mehr verdienen zu können, aber glaub mir, aus vielen Erfahrungen, die meisten, die Geld gemacht haben, sind Trendfolger, Trendtrader, Wochen-, Monats-, Positionstrader, die machen am meisten Geld, wohingegen Daytrader halt immer sehr viel Kopfschmerzen haben. Habe ich auch, obwohl ich sehr viele Jahre Erfahrung habe, würde ich hundertprozentig, wenn ich Daytrading machen müsste, vielleicht Geld verlieren, weil es ist eine andere Art. Du wirst ausgestoppt, der Markt ist manchmal sehr fies, ja, wo du sogar richtig liegst. Du kannst von deinem Kontogröße zum Beispiel manchmal nicht mehr Risiko eingehen und du hast recht, du findest nicht so genau den Punkt. Auch beim ADX, wenn ich diesen Punkt habe, muss ich manchmal 20 Punkte in Risiko gehen oder 15, wenn ich keine Option benutze. Und wenn er mich da zwei, dreimal rausstoppt, dann ist mein Risk Management für den Tag gelaufen. Und dann, wenn das Ding läuft, ärgere ich mich natürlich. Ich sage, Mensch, ich habe jetzt hier 400 verloren, aber ich habe recht gehabt. Und aus diesem Sumpf habe ich mich rausgearbeitet über die Jahre. Bin über diese Position bis hin zur Option, wo ich sage, mir doch egal, ob er jetzt da noch ein bisschen runter geht. Ich weiß, dass er in diese Richtung vielleicht eher geht. Und ich positioniere mich so, dass ich auch ein ähnliches Risiko mit 500 Euro habe, aber vielleicht 2000 mitnehme, wenn das in ein, zwei Tagen stattfindet. Und das möchte ich einfach meinen Jungs hier im Kanal beibringen, meinen Gedankengang. Es macht irgendwann Klick bei euch und ich möchte niemanden bekehren oder irgendwie sagen, macht es nicht. Jeder kann machen, was er will. Wenn er im Daytrading Geld verdient, verdient bitte, um Gottes Willen. Nur wir müssen wirklich feststellen, ist es meine Art oder beschränke ich mich auf Daytrading? Das heißt, die Frage, hilft mir der COT beim Daytrading? Klar, aber dann brauchst du ja kein Daytrading machen. Du kannst ja dann Positionstraining machen, wo er dir hilft und du Geld verdienst. Mach doch mal den Gedanken anders. Sag, Mensch, die Info, die der Martin gibt, ist doch viel besser, dann Positionstraining zu machen. Dann kann ich vielleicht mehr verdienen als im Daytrading. Du kannst Daytrading so nebenbei. Ich mache übrigens vor, dass ich verdiene Geld im Positionstrading und nimm mal so immer so ein bisschen Geld und versuche mal ab und zu ein bisschen Spaß halt auch im Daytrading. Meistens verliere ich das auch, bin ich ganz ehrlich. Weil das ist einfach eine andere Welt und sagen wir so, ich möchte das andere, ich habe eine Lebensqualität, sonst könnte ich diese Dinge gar nicht machen. Verstehst du, diese Dinge laufen, ich positioniere ein, zwei Stunden, gucke ich mir neue Positionen an, ajustiere und das war's. Ja, und kann dann mich um andere Dinge beschäftigen. Und natürlich hat man dann zwischendurch mal so juckt der Finger und sagt, komm, jetzt probiere ich mal. Und meistens geht es immer schief, weil hat man recht. Wie gesagt, ausstoppen, der DAX sowieso ist sehr, sehr schwierig. Wenn man ein striktes Management hat, sehr, sehr schwierig. Wenn man sehr oft ausgestoppt, naja, das nur nebenbei. Die Erkenntnisse und Analysen stammen aus eigenen Beobachtungen, aus den Büchern, wie gesagt, und Feststellungen von einigen Trainern, die ich kenne. In Chicago, die das auch, sagen wir so, bestimmte Analysen machen. So, und das beste Tool ist für mich die menschliche Intelligenz. Der COT-Report ist nicht einfach zu analysieren, er muss aber auch nicht kompliziert sein. Man kann das verkomplizieren alles, ja, will ich nicht. Im Gegenteil, ich werde euch das beibringen, praxisnah, knackig, hoffentlich. Und falls ihr nicht könnt, habe ich schon mal gesagt, wenn ihr nur an einem Tag Zeit habt, kein Problem. Es wird dann alles auch komplett erhältlich sein, aufgezeichnet. Die, die sich anmelden und nur einen Tag stattfinden, kriegen dann den Rest nachgeliefert. Die, die überhaupt nicht können, können das ganze Paket dann erwerben. Kostet genauso viel, 50 Euro. Wird vielleicht ein bisschen mehr drinstecken. Warum? Die Antworten werden drinstecken. Ich werde noch ein Video dazu machen. Die ganzen Skripte und alle Infos, dass ihr alle Klicks, also diese Links habt. Also ihr werdet ein ganzes Paket bekommen. Wird euch sicherlich freuen. Und habt auch einige Literatur drin, dass ihr sie vielleicht gar nicht lesen braucht, weil sie kosten ja auch die zwei Bücher allein schon 120 Euro. Ich fasse das Wesentliche zusammen. Das heißt, meistens sind die Englisch, ihr kriegt es auf Deutsch von mir zusammengefasst, aufs Wesentliche, aufs Wichtige, mit einer neuen Ansicht sogar noch kombiniert. Also besser geht es, glaube ich, kaum noch. Ja, sage ich mal. Also da habt ihr allein schon, wenn ihr die zwei Bücher kaufen müsst, schon 150 Dollar gespart. Ja, und also wie gesagt, gerne könnt ihr noch euch Fragen hier reinwerfen, ja, und wie gesagt, mein Ziel ist es, ganz kurz wie gesagt, nochmal weg, so ein Win-Win-Circle jetzt aufzubauen. Ich habe eine große Community, plötzlich schnell, was mich total freut, was ich überhaupt nicht erwartet habe.
Und möchte euch was zeigen, dass es eine andere Art von Menschen und Trading gibt, die vielleicht jetzt nicht nur zum eigenen Vorteil immer arbeiten, sondern ich würde sehr viel zurückgeben an die Community, Menschen, Tools aufbauen, die allen nützlich sind, ja. Und ich glaube, keiner hat was dagegen, wenn ihr alle vorankommt, dass ich mir auch mal ein paar Euros gönne, ja, die ich mir dann aber wirklich ehrlich verdiene. Ich will auch, wie gesagt, weder einen abzocken noch irgendwie verarschen. Im Gegenteil, wenn einer wirklich sagt, Mensch Martin, was du da zeigst, ist der größte Mist, dann kriegt er von mir die 50 Euro zurück. Ich habe überhaupt kein Problem damit, was ich allerdings überhaupt nicht glaube, weil ich, soweit ich das überblicken kann, sehe ich gar nichts auf diesem Markt, was ich mich da so mache und auch sehr wenig Menschen sich da in die Tiefe reinsteigern. Okay, vielen Dank. Super, viele Grüße. Trade what you see, not what you think. Das ist immer so eine Devise. Mache ich jeden Morgen, habe ich das über meinen Schreibtisch, weil das ist einer der härtesten Bereiche der Welt, der Gedankenwelt. Ich glaube aber, der DAX steigt, aber tatsächlich ist der ADX und die Preisaction andersrum. Also ihr sollt das traden, was ihr seht. Bis dann, tschüssi.